Jetzt ist die Frage, schön, wir haben so einen Classifier, aber wir wollen jetzt wissen, wie gut ist der denn eigentlich? Ja, und das ist eine Frage, die man nicht so allgemein beantworten kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, nearest neighbor, so, das ist so immer der Drittplatzierte und Support-Vector-Maschinen, Zweitplatzierte und Deep Learning, neuronale Netze oder sowas, das sind die besten. Ja, so eine Aussage kann man nicht treffen, sondern man muss es immer relativ zu einer Dataset sagen. Ja, das heißt also, für bestimmte Daten, die dann eine bestimmte Verteilung im Raum haben, könnte sein, dass ein Algorithmus besser ist als ein anderer. Und dann nimmt man eine ganz andere Dataset und da stellt man dann fest, dass ein anderer Algorithmus gewinnt. Ja, es ist also nicht so, dass ein Algorithmus immer der beste ist. Die haben halt unterschiedliche Eigenschaften. Ja. Wie testet man das denn jetzt, wie gut ein Classifier wirklich funktioniert? Ja, das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Da zeige ich Ihnen nochmal das Slide, auch wieder vom Anfang, ja, mit den Schallplatten. Ja, da habe ich ja auch einen kleinen Classifier gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie sich den Code mal angeguckt haben. Der Code hat im Wesentlichen Folgendes gemacht. Er hat sozusagen während der Trainingsphase das Foto der Schallplatte genommen und hat alle Pixel aufaddiert und durch die Anzahl der Pixel dividiert. Da wurde also nur der Mittelwert der Pixel ausgerechnet. Ja, das war der Classifier, den ich da so definiert habe. Und während der Trainingsphase wurden dann also für die Klassikbeispiele wurden diese ganzen Mittelwerte der Pixel gemittelt. Das heißt, ich hatte also so eine mittlere Farbe von Klassik-Schallplatten und ich hatte eine mittlere Farbe von Jazz-Schallplatten. Okay? Und jetzt während der Testphase habe ich also die Schallplatte genommen und da wurde auch wieder der Mittelwert aller Pixel ausgerechnet und dann wurde verglichen, ist denn der Mittelwert näher an dem Mittelwert der Jazzplatten dran oder an dem Mittelwert der Klassikplatten. Okay, das war schon alles. Ja, warum war das jetzt so simpel? Na, das war so simpel, weil es wieder eine Demo war, wo man erstmal so grundlegende Prinzipien mit Trainingsset und Testset und sowas verstehen sollte. Und etwas, was man halt vorführen kann, was dann auch hoffentlich funktioniert. Natürlich habe ich in meiner Plattensammlung dann ein bisschen geguckt, ja, dass meine Jazzplatten, ja, dass die eher hell sind und dass meine Klassikplatten eher dunkel sind, ja. Jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, ja, ist das denn jetzt Mogeln? Ist das jetzt nur so ein Taschenspielertrick? Oder hat das irgendwie noch eine Aussage oder irgendeine Relevanz? Es soll halt ein Beispiel sein, was man so durch und durch versteht. Wir sollen durch und durch verstehen in dem Beispiel, warum es funktioniert und was passiert und was sind die Schritte des Algorithmus, okay? Und irgendwie sollten sich die zwei Klassen ja auch unterscheiden, ja? Nehmen wir mal an, Sie haben irgendwie Röntgenbilder von Lungen, einmal mit Lungenentzündung, einmal ohne Lungenentzündung. Ja. Wenn sich die Bilder irgendwie überhaupt nicht unterscheiden, ja, dann kann man auch von einem Algorithmus nicht erwarten, dass er sozusagen eine Regel findet, wie sie sich unterscheiden. Das heißt also, es muss ein Unterscheidungsmerkmal drin sein. Ja. Sonst kann der Algorithmus da auch nichts machen. Bei komplizierten Daten ist es aber tatsächlich so, zum Beispiel nehmen wir wieder die Lunge, Tumorzellen drin oder nicht, es kann auch sein, dass es so kompliziert ist, dass man vielleicht als Mensch es nicht offensichtlich sieht, was jetzt die Bilder unterscheidet. Man weiß aber, die einen Bilder kommen von sozusagen gesunden Probanden und die anderen Bilder kommen von Patienten oder sowas. Und man weiß es und man fragt sich einfach nur, würde ein Computer da drin was finden? Und wenn ja, ist das ja auch ein Erkenntnisgewinn. Das heißt, das kann dann interessant sein. In diesem Beispiel sollte es aber so sein, dass man die Sachen unterscheiden kann und dass uns als Menschen das klar ist, dass es geht, sie zu unterscheiden, ja, und dass man einen Algorithmus programmieren kann, der es sozusagen herausfindet, was da der Unterschied ist, okay, und der einigermaßen flexibel ist gegenüber Beleuchtung, ob ich den Vortrag hier halte oder ob ich den Vortrag in meinem Büro halte oder sonst wie. Ja, da ist also tatsächlich diese Schritte des Lernens drin. Aber schauen wir uns jetzt einmal die Schritte an, die wir hier gemacht haben. Zunächst mal nochmal der Datenpunkt hier, das war hier das Plattencover ungefähr. Ich hatte immer noch ein bisschen Hintergrund drin, aber das war egal, das war immer gleich. Und das Label, das war jetzt Klassik oder Jazz, das nur zur Wiederholung. Der erste Schritt, den man machen muss, um zu checken, ob jetzt dieser Classifier, wo ich Ihnen den Code da mitgeliefert habe, ob der jetzt irgendwie gut ist oder schlecht, ja, ist, dass ich meine Dataset, ja, also meine Plattensammlung, in zwei Teile zerlege. Und zwar einmal in Trainingsdaten und dann in Testdaten. Und dann bin ich damals auch durch den Raum gegangen, habe die Testdaten da hinten hingelegt, die durfte ich nicht benutzen während der Trainingsphase. Also während ich sozusagen den Algorithmus kalibriere oder die Parameter davon einstelle sozusagen, darf ich nur diese Trainingsdaten benutzen. Okay?
Deswegen muss ich da also einen Split machen. Wie mache ich den Split? Typischerweise macht man den zufällig. Man wählt also hier zufällig Beispiele aus von der einen Klasse und man wählt zufällig Beispiele aus von der anderen Klasse. Und wir werden gleich in Python sehen, da gibt es Befehle für in der Toolbox, mit denen man das dann von also automatisiert machen kann. Der zweite Schritt ist, dass man trainiert auf der Trainingsmenge. Wie ich gerade gesagt habe, die Testmenge ist woanders, die dürfen wir nicht anschauen. So und anschließend, wenn wir also unseren Algorithmus eingestellt haben, wenn wir also automatisch programmiert haben, das automatische Programmieren ist jetzt hier einfach nur so eine Art Parametereinstellung, wie an so Drehknöpfen, dann können wir das auf der Testmenge, die der Computer noch nicht gesehen hat, sozusagen testen, ob es funktioniert. Okay? Das sind also die drei Schritte. Und die drei Schritte zeige ich Ihnen jetzt einfach nochmal, weil die sind wichtig. Okay? Also die drei Schritte für die Iris Dataset sehen jetzt so aus. Ich will also meinetwegen mein Nearest Neighbor Classifier auf der Iris Dataset untersuchen. Gegeben ist irgendwie diese Dataset. Der erste Schritt ist, ich zerlege meine Dataset in Trainingsmenge und Testmenge. Der zweite Schritt ist, ich trainiere auf der Trainingsmenge. Und der dritte Schritt ist, ich evaluiere das Ganze jetzt auf der Testmenge. So, und was heißt jetzt evaluieren? Im Wesentlichen, ich wende den Classifier an, den ich im zweiten Schritt trainiert habe, und zähle die Beispiele, die richtig sind, ja, dividiert durch die Beispiele, die in der Testset drin sind. Und dann habe ich so eine Art Fehler. Ja. Ja, dann, um den Fehler zu kriegen, sollte ich wahrscheinlich die Anzahl der Beispiele nehmen, die falsch sind. Dividiert durch die Anzahl der Beispiele, die in der Testset drin sind. Okay? Und dann habe ich so eine Zahl, die irgendwie objektiv ist auf eine bestimmte Art. Die kann ich jetzt benutzen, um zwei Classifier zu vergleichen. Ich könnte zum Beispiel den Nearest Neighbor, den One Nearest Neighbor Classifier vergleichen mit einem Drei Nearest Neighbor Classifier. Und für beide den Fehler auf einer Testmenge ausrechnen. Oder ich könnte eine Support-Vektor-Maschine hier drauf anwenden, auf diese Trainingsmenge zum Trainieren und dann anwenden auf die Testmenge und gucken, wie gut ist das Ganze jetzt. Okay?